Ihr sucht eine Jacke für die Übergangszeit oder für den Winter mit Zwiebelsystem, dann braucht ihr gar nicht weiter gucken. Willkommen im Jahr 2023 und willkommen bei Extra EDC. Mein Name ist immer noch Alex und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bringe euch nur Videos, wenn ich Content habe, und ich habe Content. Und zwar habe ich die letzten zwei Wochen eine Jacke getestet, die ich euch nicht vorenthalten darf, denn die ist so geil. Und was sie können, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Aber zuerst kleiner Disclaimer, ich habe natürlich diese Jacke voll bezahlt und ich habe auch in letzter Zeit ein bisschen mein Setup aktualisiert, weshalb jetzt auch ein bisschen keine Videos kamen, denn ich musste das alles erst ein bisschen einstellen machen. Aber jetzt komme ich zu euch in UHD. Das heißt, ab sofort wird es die Videos in 4K geben. Das heißt, ihr könnt euch die Videos in aller Qualität angucken. Ihr habt ihr 1080p 4K, ihr braucht einfach nur auswählen unten bei YouTube, ihr kennt das ja, damit ihr auch alle Details sehen könnt von dieser Gear. Deswegen, denn 1080p ist eine geile Auflösung, aber 4K ist halt nochmal eine ganze Ecke besser, auch was die Details angeht. So, aber jetzt zum Content. Ich habe sie schon an. Das hier ist die Helicontex. Ein bisschen die Kamera habt ihr gesehen. Das ist die Helicontex Alpha Tactical Grid Fleece. Ja, das ist ein ganz schöner Name, aber ich sage euch Leute, diese Jacke hat es echt drauf. Wir haben heute 10 Grad und ich habe hier drunter nur ein Teenage Mutant Ninja Turtles T-Shirt an. Das heißt, ich habe hier ein T-Shirt und eine Jacke drüber und das reicht. Im Schatten ist es etwas kühl, aber in der Sonne ist es genau perfekt. Für den Winter, ich habe sie bei bis zu 0 Grad getestet in den letzten zwei Wochen, wo es mal so ein bisschen kalt war. Und wenn man da drunter einen Pullover anhat, dann ist das auch absolut ausreichend. Das hier ist die Jacke. Mal hier ein bisschen drehen, damit ihr sie seht. Die hat einige geile Features, die werden wir uns jetzt gleich angucken. Wichtig ist bei Helicontex, bevor ihr bestellt, nehmt eine Nummer größer. Ich habe auch bei den Hosen, normalerweise trage ich Large, bei Helicontex habe ich X-Large, X-Large Regular. Die Größentabelle bei Helicontex ist immer etwas anders. Deswegen guckt euch ganz genau an, was für eine Größe ihr habt. Es gibt ja auf den diversen Seiten auch Größentabellen zum Angucken und dann seid ihr auch schon safe. Ich habe diese Jacke jetzt hier in Large genommen. Das ist für mich, wo ich normalerweise Medium habe, die perfekte Größe. Wahrscheinlich werde ich bald aufgehen, dann brauche ich eine X-Large, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Diese Jacke heißt Alpha Tactical Grid Fleece. Warum heißt sie Grid Fleece? Weil sie eben ein Grid hat. Das heißt, die ist nicht durchgehend. Ihr habt zwischen diesen Fleece Grid habt ihr einfach nur diesen Netzstoff, will ich mal sagen. Also das heißt, hier, da geht Wind durch. Die ist nicht winddicht. Deswegen Zwiebelsystem, Leute. Wenn ihr also, wenn das so kalt ist, wenn Wind ist, zieht was drüber an. Die ist dann wirklich so eine Zwischenschicht. Aber wenn es jetzt so wie heute so 10 Grad hat, dann ist sie absolut in Ordnung. Was kann die Jacke? Sie hat wie Helicontex üblich natürlich ein Patchfeld. Das haben bei Helicontex nicht mehr alle Sachen, deswegen passt auf, also die hat hier auf jeden Fall ein Patchfeld. Hier auch ein Patchfeld, das ist so ein neueres Patchfeld, das ist nicht ganz so rau, das ist eher richtig flauschig, mollig und deswegen aber sehr angenehm, funktioniert auf jeden Fall. Dann habt ihr natürlich wieder YKK-Zipper hier mit großen Taschen, wo ihr richtig viel reinbekommt. Also die geht bis hier hinten durch. Hier könnt ihr auch ein Smartphone reingeben mit bis zu 6,5 Zoll. Ich habe ja jetzt das A33 von Samsung, mit dem ich jetzt auch gerade filme. Das passt da auch locker rein. Das Ganze habt ihr auf beiden Seiten. Das heißt, das ist wirklich symmetrisch. Natürlich YKK. Und dann habt ihr hier diese kleinen Zipper-Pulls. Da steht auch nochmal Helicontex drauf. Netter kleiner Touch, finde ich gut. Nicht unbedingt notwendig, aber finde ich gut. Dann habt ihr hier eine Brusttasche. Die ist auch nochmal, da könnt ihr den Napoleon machen. Die ist relativ tief. Da kommen wir auch gleich zu einem Kontrapunkt, den ich finde. Aber so grundsätzlich finde ich sie richtig geil. In dieser Tasche selbst habt ihr sogar nochmal Organisation. Das heißt, ihr habt hier zwei kleine, ich kann euch das kaum zeigen, aber ihr habt jetzt, ihr könnt die Finger quasi reingeben. Ihr habt hier zwei kleine Dinge. Was passt da rein? Ein Feuerzeug passt da rein, vielleicht eine Ersatzbatterie oder so. Nicht viel, aber es ist cool, dass es dabei ist. Und dann habt ihr hier noch so ein Teil, wo ihr zum Beispiel ein Funkgerät durchschleifen könnt. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt. Diese Jacke hier, wie ihr seht, die ist relativ dünn. Das heißt, wenn ihr den hier aufmacht und es geht Wind, dann spürt ihr den Wind, denn hier ist nur Netz. Das heißt, lasst euch das gesagt sein, diese Jacke ist zwar schön warm und sehr angenehm, aber kann auch mal etwas kühl werden, vor allem hier bei den, für die Hände bei den Taschen, denn da ist dahinter auch nur Netz. Das heißt, ihr spürt allen euren Schwabbel, wie bei mir.
Das soll euch an dieser Stelle gesagt sein. Die Jacke ist bis oben hin zumachbar, das heißt, der Hals ist schön geschützt, auch was Wind angeht. Klar, sie ist nicht winddicht, aber sie schützt ein wenig vor Wind, klar. Ihr habt hier noch so einen kleinen Flausche drüber, das heißt, dass der Reißverschluss sich auch nicht in eurem Bart verhängt, was sehr cool ist. Das heißt, diese Jacke ist für Bartträger auch optimiert, was ich ziemlich geil finde. Und ich habe sie ja meistens so ein bisschen offen und dann geht das schon, Leute. Diese Jacke kostet zwischen 40 und 60 Euro, je nachdem, wo ihr sie kauft. Lasst euch sagen, für 40 Euro ist das Ding ein No-Brainer. Für 60 Euro würde ich wirklich drüber legen, denn es gibt da doch noch andere Jacken von Helicontex, wie die Wolfhound heißt die, glaube ich. Die ist ein bisschen wärmer. Die hat auch so Wärme-Channels und so dabei. Die wäre es dann für den Winter zumindest fast besser. Für die Übergangszeit jetzt, wenn jetzt hier irgendwann mal der Frühling beginnt, ist sie auf jeden Fall als Oberschicht sehr gut geeignet. Ansonsten halt als Zwischenschicht. Genau. Ihr habt hier noch, wenn ihr das seht, so gebogene Zipperpulls, damit ihr die schön bekommt, schön auf und zu machen könnt. Und das Ganze ist auch nochmal hier, auch nochmal so ein gebogener Zipperpull. Der ist nicht ganz so gebogen wie der hier. Also das sind zwei verschiedene. Das finde ich auch ziemlich cool. Also das Zeug ist wirklich durchdacht. Unten habt ihr dann auch nochmal einen Zipper. Allerdings braucht man den eigentlich nie, weil unten aufmachen tut man eigentlich nie. Aber ihr könntet das Ding von unten nach oben auch aufmachen, falls ihr schnell an irgendeine Waffe oder sowas oder an irgendwas drankommen müsst. Wie gesagt, das Zeug ist für Operator designt. Das ist designt für Einsätze, für Missionen. Und deswegen sind da so ein paar Dinge dabei, die wir als zivile Leute kaum brauchen. Aber sie sind dabei. Und wenn man bedenkt, dass diese Jacke nur 40 Euro kostet, für 40 Euro kriegt man sonst keine Jacke dieser Qualität. Das will ich auch damit sagen. Ich habe gestern noch Hosen kaufen müssen. Kleine Anekdote. Und da habe ich gesehen, ich glaube, ich war bei New Yorker oder so, und da waren die Hosen für 30 Euro. So Cargo-Hosen halt, wie man sie halt trägt. Und da dachte ich so, Moment mal, 30 Euro für eine No-Name-Cargo-Hose, wenn ich von Helicontex für 37 Euro eine Hose bekomme, die richtig geile Qualität hat. Ihr seht, Helicontex ist richtig gut bepreist und hat richtig geile Qualität. Alle, die das schon mal gekauft haben und die Helicontex schon mal probiert haben, wissen, ja, es ist nicht perfekt. Aber das muss es auch nicht sein, für den Preis, den es kostet. Es ist für den Preis, den es kostet, richtig, richtig gut. Das, so viel zu dem Thema der Helicontex Grid Fleece. Ich bin unglaublich begeistert davon. Guckt sie euch an, Link ist in der Beschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, dann schmeißt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe noch ein paar Sachen für euch. Unter anderem einen Key Organizer, der richtig geil ist und der moderat viel Geld kostet, aber der es auf jeden Fall wert ist. Guckt auf jeden Fall mal vorbei bei den nächsten Videos. Und ich habe auch noch geplant so ein EDC State 2023. Was sagt ihr dazu? So mal zeigen, was habe ich denn jetzt am Anfang des Jahres bei mir? Was ist mein EDC Loadout momentan? Und wie ändert sich das gegen Ende des Jahres oder vielleicht auch zur Hälfte des Jahres? Lasst mir in den Kommentaren wissen, ob ihr daran interessiert seid. Dann mache ich da gerne ein Video dazu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt auch gesund im Jahr 2023. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen mit meiner Jacke kuscheln. Bis dann, Leute. Ciao.